Mit einem 3:3 Unentschieden gegen die Ukraine und einer 1:0 Niederlage gegen Polen gab es gleich die nächste Enttäuschung der deutschen Nationalmannschaft. Und das nach dem Gruppenaus in zwei Weltmeisterschaften in Folge, und auch in der EM haben wir nicht besonders gut performt. Dort gab es ja gleich in dem ersten K.O.-Spiel eine Niederlage gegen England, die später natürlich auch ins Finale eingezogen sind. Und beispielsweise auch in der Nations League haben wir von ganzen 6 Spielen nur ein einziges gewinnen können. Es läuft also bei der deutschen Nationalmannschaft seit einigen Jahren alles andere als gut, und das besonders jetzt, wo wir uns auf die Heim-EM 2024 freuen wollen. Genau darüber wollen wir in diesem Video reden und auch diskutieren, ob Deutschland endlich mal wieder eine Chance hat, ein gutes Turnier hinzulegen. Doch genau dafür müssen wir uns leider aktuell anschauen, was denn alles falsch läuft. Fangen wir dort auch direkt mit dem ersten Punkt an, über den meiner Meinung nach kaum einer spricht. Und zwar finde ich Hansi Flick total überbewertet. Ja, ich hab's gesagt. Bei Bayern, das war ja seine erste richtige Trainerstation, hat er definitiv absolut gut performt. Allerdings war meiner Meinung nach die Erwartungshaltung bei der deutschen Nationalmannschaft für ihn einfach deutlich zu groß. Denn gerade nach der schwachen Performance unter Löw hat sich, glaube ich, jeder direkt eine klare Verbesserung unter Hansi Flick vorgestellt. Die hat es aber meiner Meinung nach nicht wirklich gegeben. Ja, Hansi Flick ist definitiv ein guter Coach. Er ist für mich aber nicht einer der besten Trainer der Welt, wie ihn viele quasi dargestellt haben. Das sieht man natürlich besonders bei den Leistungen der deutschen Nationalmannschaft. Dort hat er nämlich gerade einmal die Hälfte seiner Spiele gewinnen können. Und eine andere Statistik, die ich auch gelesen habe, die meiner Meinung nach komplett verrückt war, war, dass er in den letzten 20 Spielen 19 verschiedene Defensivkonstellationen probiert hat. Und das zeigt meiner Meinung nach einfach absolut, dass er noch keine klare Formation gefunden hat. Das erinnert mich ehrlich gesagt fast so ein bisschen an Guardiola, der gerade in den entscheidenden Spielen in den Jahren zuvor eigentlich immer verrückte Dinge probiert hat, die in den meisten Fällen dann nicht wirklich geklappt haben. Und das ist meiner Meinung nach auch bei Hansi Flick der Fall. Wir haben es im Testspiel gegen die Ukraine gesehen. Er wollte dort die Dreierkette probieren, hat das aber mitten im Spiel selber aufgegeben. Und sobald wir quasi in Rückstand geraten sind, hat er die Dreierkette direkt wieder verworfen. Und das zeigt meiner Meinung nach, dass er seinen eigenen Änderungen gar nicht wirklich vertraut. Dabei finde ich diesen Versuch der Dreierkette mit unserem aktuellen Spielermaterial sogar sehr legitim. Denn wenn man auf den Kader Deutschlands guckt, merkt man relativ schnell, dass wir keine richtigen Außenverteidiger haben. Gerade jetzt, wo Süle nicht mal nominiert wurde aufgrund seines Fitnesszustandes. Von daher finde ich den Ansatz mit Wingbacks wie Raum, Wolf oder Gosens definitiv legitim, einfach weil das zu unserem Spielermaterial besser passt. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, gut, ein Jahr vor der Heim-EM kann es sich der Trainer doch definitiv erlauben, neue Spieler zu testen. Dort sollte man aber definitiv im Hinterkopf behalten, dass wir ja nicht bei der EM-Quali dabei sind, sondern wir sind direkt qualifiziert. Das heißt, richtige Pflichtspiele wird es sowieso nicht geben und auch Testspiele wird es nur noch 8, 9, 10 Stück geben. Das heißt, langsam sollte sich zumindest auf eine Formation festlegen, damit er dort dann eben verschiedene Spieler testen kann. Insgesamt hat Deutschland meinetwegen ein großes Problem, und das ist mir schon in Katar aufgefallen. Und zwar fehlt an manchen Stellen einfach der Biss und das Selbstvertrauen. Und hier muss ich die Spieler teilweise sogar in Schutz nehmen und ein bisschen die deutschen Fans kritisieren, weil man hat bei allen großen Turnieren immer das Gefühl, dass Deutschland das einzige Land ist, wo die Fans nicht an die eigene Mannschaft glauben. Und natürlich muss man sich diesen Glauben als Mannschaft in gewisser Weise auch verdienen. Trotzdem sollte man als Fan meiner Meinung nach diese Mannschaft nicht jede Woche oder in jedem Testspiel kontinuierlich kritisieren, denn das führt natürlich zu gar nichts. Man darf natürlich auch die zwei schlechten Ergebnisse in den Testspielen jetzt nicht überbewerten. Gerade wenn man dabei bedenkt, dass wichtige Spieler wie zum Beispiel Gündogan aufgrund des Champions League Finals oder Manuel Neuer aufgrund seiner Verletzung jetzt einfach gefehlt haben. Musiala zum Beispiel war im ersten Spiel auch nicht dabei. Von daher habe ich persönlich mit der Rotation ehrlich gesagt kein großes Problem. Allerdings sollte die Formation im Hinblick auf das große Turnier 2024 langsam auf jeden Fall mal feststehen, damit man danach eben verschiedene Spieler austesten kann. Man sollte hier auf jeden Fall auch das Positive erwähnen. Ich meine, gegen die Ukraine haben wir auf jeden Fall Kampfgeist gezeigt, indem wir das Spiel noch gedreht haben, zumindest auf ein Unentschieden. Und auch gegen Polen hatten wir extrem viele Chancen. Kommen wir aber jetzt zu dem einen Kritikpunkt, wo ich den sogenannten Experten wirklich überhaupt nicht zustimme. Und das ist die angebliche mangelnde Qualität der deutschen Nationalmannschaft. Klar, wenn man sich hier ausschließlich mit einem Land wie England vergleicht, haben wir natürlich leicht weniger talentierte Spieler. Trotzdem muss man aber sagen, dass man ein Turnier wie die EM mit unserem aktuellen Spielermaterial definitiv gewinnen kann. Ich meine, wenn man zum Beispiel einen Blick ins Mittelfeld wirft, wo wir Musiala haben, Gündogan und Kimmich,
dann ist das für mich fast das beste Mittelfeld der Welt. Und auch in der Innenverteidigung mit Spielern wie Rüdiger oder Malik Chow sind wir definitiv sehr, sehr ordentlich besetzt. Und im Tor natürlich sowieso, wenn Manuel Neuer endlich wieder fit ist. Das einzige Problem ist für mich eigentlich nur auf der Stürmerposition, gerade gegen tiefstehende Mannschaften, wo wir uns seit Jahren schwer tun. Da sollte natürlich die Lösung Füllkrug sein, der underperformt aber natürlich auch ein bisschen bei der Nationalmannschaft. Von daher muss Hansi Flick dort natürlich einmal die Lösung finden, damit wir dann einen klaren Plan für das Turnier haben. Okay, das war meine Einschätzung zur aktuellen Lage der deutschen Nationalmannschaft. Aber Elias, wie schätzt du denn das Ganze ein und glaubst du, dass wir bei der Heim-EM 2024 eine realistische Chance auf den Sieg haben? Ja, also die gesamten taktischen Punkte hast du natürlich alle angesprochen. Aber natürlich, was wir auch beachten müssen, sind ja natürlich auch die Unterschiede, die wir jetzt bei der EM haben werden, als zum Beispiel wie bei der WM in Katar. In Katar war die Performance der Mannschaft natürlich absolut nicht zufriedenstellend. Sie sind in der Gruppenphase absolut überraschend rausgeflogen und haben dabei natürlich auch nicht wirklich Fußball im Mittelpunkt gehabt. In Katar, glaube ich, war halt das große Problem, dass die Spieler sich zum einen halt mit den großen politischen Themen die ganze Zeit auseinandersetzen mussten und auch eben das Sportliche gar nicht im Vordergrund war. Zudem haben natürlich auch viele Deutsche das Turnier gar nicht supportet und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass die Mannschaft sich da auch gar nicht gut unterstützt gefühlt hat von der Nation. Bei unserer Heim-EM wird das Ganze natürlich ganz anders aussehen. Da sind natürlich unsere Fans am häufigsten präsent in den Stadien und da denke ich auch, haben wir ganz andere Chancen. Was wir jetzt natürlich auch nicht vergessen dürfen bei den Spielen mit Ukraine und Polen ist natürlich, dass viele deutsche Spieler sich eine sehr, sehr lange Saison hinter sich hatten und jetzt das natürlich noch ganz am Ende ansteht. Das vielleicht jetzt auch für die Spieler nicht eine absolut hohe Priorität hat. Während natürlich für Ukraine und Polen das große symbolische Spiele sind und die Spieler sich da natürlich nochmal extra anstrengen. Wie gesagt, du hast schon relativ gut erklärt, dass eben Flick noch nicht so wirklich sein System gefunden hat. Jedoch kann man ja noch eben bis zur EM, die in einem Jahr erst stattfindet, noch so ein bisschen anpassen und gucken, was am besten funktioniert. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich nicht denke, dass Deutschland Favorit auf den Titel ist. Ich glaube nicht, dass wir große Chancen haben, den Titel zu gewinnen. Ich sehe Mannschaften wie England und Frankreich deutlich vor uns. Jedoch denke ich trotzdem, dass ein Viertelfinale oder ein Halbfinaleinzug super realistisch sein sollte und wir das natürlich auch als Deutschland-Fans in Deutschland genießen sollten. Schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sind gespannt, was eure Tipps sind. Wer denkt, ihr wird die EM 2024 gewinnen? Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!